In diesem Video werde ich meinen komplett neuen und mega einfachen Fortnite Chapter 3 Season 3 XP Glitch zeigen. Und das hier ist überhaupt kein billiger XP, macht hier 3 bis 4 Level pro Minute, weil ihr wirklich mehrere tausend XP die Sekunde bekommt. Das Ganze funktioniert auf allen Plattformen, also wirklich egal auf welcher Plattform ihr spielt, ihr könnt das Ganze nachmachen. Bevor wir mit dem eigentlichen Video anfangen, ich verlose zurzeit auf diesem Kanal hier noch 10 mal 5000 V-Bucks in Fortnite für euch. Und falls ihr ein von 10 mal 5000 V-Bucks gewinnen wollt, müsst ihr einfach nur diesen Kanal hier einmal abonnieren und dazu die Glocke aktivieren. Dann ganz einfach diesem Video hier einmal ein Like geben und dazu ein nettes Kommentar in die Kommentare schreiben mit eurem PSN, Xbox One, PC oder Epic Games Namen. Und so einfach habt ihr schon die Chance teilzunehmen und diese 5000 V-Bucks für euch zu gewinnen. Außerdem, falls ihr mich noch kostenlos unterstützen wollt, für euch weitere Videos hochzuladen, könnt ihr gerne mal in den Item Shop gehen und da einfach meinen Creator Code eintragen. Der Creator Code ist CASER, also Caser. Könnt ihr gerne eintragen, wenn ihr mich unterstützen wollt. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt an mit dem eigentlichen Video. So, und zwar, was ihr zuerst mal macht, ihr geht in den Startbildschirm, geht dann einmal auf Inselcode und tragt jetzt einmal genau den gleichen Inselcode ein, den ich euch hier gerade zeige. Hierbei ist die Version auch komplett egal, also könnt ihr einfach 1 zu 1 so abschreiben und dann einmal auf Starten drücken. Sobald ihr das Ganze gemacht habt, könnt ihr hier das Ganze einmal überspringen, indem ihr die Options-Taste drückt und das Spiel direkt startet. Sobald ihr dann jetzt hier angekommen seid, müsst ihr einmal vorne ans Terminal laufen und hier irgendein Creator Code eingeben. Wenn ihr wollt, gebt natürlich gerne meinen ein, CASER, um mich zu unterstützen, weil ihr müsst sowieso irgendeinen eingeben, um den XP Boost zu aktivieren. Und wenn ihr dann einen Creator Code eingegeben habt und auf Annehmen gedrückt habt, habt ihr den XP Boost aktiviert, sonst bekommt ihr weniger XP. Was ihr jetzt macht, ihr lauft einfach hier einmal hin und schießt auf Clear, dann lauft ihr einmal auf die linke Seite. Nicht auf die rechte, ich bin jetzt hier auf die falsche Seite gelaufen, also nicht da, wo Clear steht, sondern auf die andere Seite. Und da solltet ihr oben rechts in der Ecke einen Button finden, wo Secret XP steht. Werdet ihr jetzt gleich sehen, sobald ich da angekommen bin. Hier seht ihr das, zack, Earn XP. Das drückt ihr jetzt ganz einfach einmal, dann seht ihr, bam, ihr bekommt jede Sekunde zwischen 1600 und 2000 XP, ist immer unterschiedlich, aber ihr bekommt es die ganze Zeit. Das war aber noch nicht der einzigste Glitch, es gibt sogar noch einen zweiten, aber theoretisch könnt ihr den jetzt erstmal laufen lassen und müsst den zweiten gar nicht machen, aber einfach um es euch gezeigt zu haben, werde ich euch jetzt nochmal den zweiten zeigen. Ich warte jetzt noch ganz kurz. Den zweiten, der ist auch ganz einfach, dazu müsst ihr einfach nur hier, wo dieses V ist, sage ich jetzt mal, einfach hier runterlaufen und seht, Earn XP, könnt ihr nochmal drücken, bam, und bekommt nochmal mehr XP. Das war es eigentlich auch schon mit dem Video. Falls ihr nichts verpassen wollt, abonniert gerne den Kanal, aktiviert die Glocke und ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Video, ciao.